Under Mulan? Yes. Le plus placid welly, la plus coulil. Sollen dich zu Placid bringen. Gehen wir. Was hast du in der Gym gemacht? Du solltest den Agenten hacken, nicht Deals machen. Wird er durchkommen? Du solltest dich um dein Leben sorgen, nicht seins. Ist er das? Ist das der Scoplutscher, den ihr zuerst in den Tod geschickt habt? Sag, was passiert ist, sonst breche ich dich auf und sehe nach. Versuch's doch, du Wichser! Affe, wir müssen runter. Ich kenne Networks Pläne nicht, doch sie sind noch nicht fertig. Du hast Angst vor Agenten? Dann schieß ihr in den Kopf. Wer weiß, was sie in sie gepflanzt haben, ob ihr System verseucht ist. Du wüsstest auch nicht, was bereits drin war, wie viel es wert ist. Doch, hab sie gescannt. Normale, dreckige Ragnon. Allez, mene mon yon an kavoir. Komm mit mir. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Wenn er funktioniert, bieten wir dir einen guten Preis. Der Chip ist unverkäuflich. Und es bringt nichts, ihn mit Gewalt zu nehmen. Er ist schon jetzt in schlechtem Zustand. Hab keine Menschenseele gefunden, die ihn mir rausholen kann, ohne mir das Hirn zu zerfetzen. Du hast den Diebstahl in Auftrag gegeben. Also musst du was über den Chip wissen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich, aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Na dann, nach dir. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich. Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Hier lang. Wieso wusste Placid denn nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placid ist... Yon Bet de Bas. Wo gehen wir hin? Das siehst du bald. Watcher hat den Biochip nicht bemerkt? Seltsam. Hat er dich gescannt? Hä? Nein. Wieso?
Das hätte es erschwert. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein, Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das Netz brach es nach dem Krieg zusammen. Viré courant. Tout bagaille paré. Nous qu'a commencé. Bon. Wir bringen dich in den Cyberspace. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Johnny. Er hat mir ein bisschen von ihr erzählt. Johnny? Also gut, wie. Du solltest das ihr sagen. Ihr was sagen? Was mit uns? Das Konstrukt ist aktiv. Dadurch können Johnny und ich manchmal quatschen. Mhm. Das schauen wir uns auch noch an. Was? Meinst du, ich halluziniere und rede mit einem imaginären Freund? Es ist noch unklar, wie ein Engramm in einem menschlichen Neuralnetzwerk existiert. Eins sage ich dir, ist für den Menschen nicht so lustig. Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction connecté. Connexion stable. Oh, tun wir es. Mon qui va protéger lui. Léon avait tant pis. Okay. Was jetzt? Johnny? Paré. Paré plongé. Das ist alles? Ernsthaft? Die Datenfestung. Unser BBS. Die Brücke ins Deepnet. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Wir haben deinen Link zu Silverhands Neuralnetzwerk gestärkt, um das Fragment zu fassen. Wir brauchen die Daten zu Alt. Nur Alt. Es könnte sich ein wenig... Brigitte? Hier los. Johnny! Hilfe!
Rost und Knall, du bist krank! Was noch? Was kommt noch? Ein Konzern auf die Bühne schleifen, hinknien lassen, mit Sprit übergießen und abfackeln? Samurai! Nein! Okay, los, komm schon! Johnny! Du bist nicht die Band! Das ist keine Solo-Show! Los, komm schon! Samurai! Nein! Du wirst Du weißt genau, warum ich es tue. Nein. Um Arasaka so auf den Sack zu gehen, dass sie dir eine tiefenwirksame Bleidusche verpassen? Sag der Richtige. Du bist der Einzige, der mir auf den Sack geht. Weil es allen anderen zum Hals raushängt. Die haben es aufgegeben, zu dir durchdringen zu wollen. Du bist völlig durchgeknallt. Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Scheiße. Liegt's am Konzert oder an Carrie? Hä? Dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust. Hab's mir anders überlegt. Johnny Boy. Ist ja ganz in Wallung. Meine Güte. Schade, dass es da schon war. Musst du es echt jedes Mal versauen? Immer, wenn ich mich zur Abwechslung mal gut fühle. Wenn du dich gut fühlst? Aber sicher doch. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Lief doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Tja, wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbstverliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Ah, verstehe. Reparierst deine Männer gern, hm? Bist nicht die Erste, die es versucht. Ganz ehrlich? Ich habe Besseres zu tun. Wollte dir nur helfen, einzusehen, dass du dich selbst belügst. Und dass es an dir liegt, etwas daran zu ändern. Ab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du, ich dachte... Kein Wort mehr, okay? Einfach Fresse halten. Zur Abwechslung. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Du weißt einen Scheiß über mich. Das ist alles, was uns verbindet. Sonst nichts. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Silverhead! Oi! Da war Lärm, Chumba.
Arbeit? Mhm. Und du? Und wie lange willst du noch angepisst sein? Lass uns abhauen. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Ein andermal, Chumbas. Aber was, wenn's kein anderes Mal gibt? Hm? Johnny Boy? Lass mich einfach in Ruhe! Ja! Beruhig dich mal, du Fotze! Er überfällt mich jetzt! Johnny! Nein! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Lass mich einfach in Ruhe! Johnny! Lass mich los! Überfällt mich jetzt. Haben nicht ziemlich zugerichtet, was? Komm, hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Ach, wie sieht's da unten aus? Junge, ich habe dir so viele Schläuche in den Arsch geschoben, dass man dich als Espressomaschine verwenden könnte. Hab noch eine künstliche Leber dazu gepackt. Deine Alte sah übler aus als eine Tüte voll Scheiße. Großartig. Ewiges Leben, ich komme. Trifft sich gut. Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Und Watson? Das warst du? Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Was hast du gesehen? Nicht viel mehr als du. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Also, was willst du? Eine Story? Was Krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Und? Eine unter wie vielen? Nein,
Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Hat für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der... Was für eine Ladung Dünnschiss. Komm jetzt. Dann lass deine Erklärung hören. Bin ganz Ohr. Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower, um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Oben! Sitz. Entspann dich. Mit deinem Autogramm drauf! Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide wärt nicht mehr... Tja, falsch gehört.